Tausende Anhänger gehen am Mittwoch in Brasília für Lula auf die Straße. Sie unterstützen damit die offizielle Kandidatur des Ex-Präsidenten Lula für die kommende Präsidentschaftswahl in Brasilien. Lula, von der linksgerichteten Arbeiterpartei, sitzt derzeit im Gefängnis, weil er nach Korruptionsvorwürfen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Der Kandidat für die Vizepräsidentschaft für die Arbeiterpartei, Fernando Haddad, sagte am Mittwoch in Brasília: Es gibt viele tausende Brasilianer hier in Brasília, die heute die Registrierung von Lula als Kandidat für die Präsidentschaft vor dem höchsten Wahlgremium unterstützen werden wollen. Und daher bin ich sehr geehrt, dass ich als Vize von Lula kandidieren darf. Ich bin sicher, diese Geste drückt den Wunsch von Millionen von Landsleuten aus, die Lula zurück in den Präsidentenpalast bringen wollen. Lula repräsentiert die Hoffnungen, Träume und Wünsche für eine bessere Zukunft. Und er hat alle Eigenschaften, um Brasilien aus dieser Krise zu führen, in die wir gebracht wurden. Lula war zweimal hintereinander Präsident von Brasilien seit 2003 und hatte beim Verlassen des Amtes eine Rekordzustimmung von 87% der Bevölkerung. Nicht zuletzt wohl deshalb, weil Brasilien damals wirtschaftlich sehr gut dastand und weil Lulas Sozialprogramme Millionen von Brasilianern aus bitterer Armut geholfen hatten. Auch jetzt liegt Lula laut Umfragen mit rund 30% Zustimmung klar vor allen anderen Kandidaten für das Präsidentenamt.